Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Ja, wir haben Monstropolis abgeschlossen im letzten Part und wir sind gerade auf dem Weg nach Twilight Town, weil da war da was. Merlin will uns treffen mit dem Buch und so. Yay. So, als erstes warten wir hier mal, bis die Tram vorbeikommt, damit ich ein Foto machen kann. Nein, ich will nicht zum Struggle. Mal ein bisschen lauter machen. Und ja, ich habe das Gefühl, ich muss das Spiel so schnell wie möglich abschließen, weil boom. So gut, Mori-Mission abgeschlossen. Ja, ich muss das Spiel schnell abschließen, weil YouTube mir immer meint, mir irgendwelche Sachen hier zu empfehlen, die ich nicht sehen will. So im Sinne von, oh, wir wissen, sie mögen Kingdom Hearts. Ja, wie wär's dann hier mit diesem Video? Kingdom Hearts Final Boss Secret Ending und also. Also, nein, das will ich nicht sehen. Mein Gott. Und ja. Oh, da kotzt mich so an. Warte mal, kann ich das schon erstellen? Nee, keine Ahnung. Mal hier von einem erstellen. Ja, weil ich davon schon mal einen hergestellt haben. Und ja, zum Glück waren bisher noch kein einziges Video mit irgendeinem Thumbnail bestückt, wo auch wirklich Spoiler drin waren. Also es hat niemand irgendwie ein Bild vom finalen Boss oder so. Ne, das hat doch halt doch, oder? Wo ich muss niesen. Ja, komm. Boah. Oder auch nicht. Ja, bis jetzt habe ich noch kein Thumbnail gesehen, wo irgendwie man den finalen Boss auch gesehen hat. Also da bin ich schon mal gut. Das freut mich auf jeden Fall schon mal. Aber trotzdem, irgendwann wird irgendein Idiot irgendwie genau das, ich kaufe einfach mal die Sachen, weil ich Geld habe, ne? Irgend so ein Video hochladen und mir wird das empfohlen und dann sehe ich, oh nein, das ist der finale Boss und das passiert im Ending oder irgendwie so was. Und ja, das wird mich sehr ankotzen, weil ich will nicht gespoilert. Ich will nicht, dass mir was gespoilert wird. Und ja, Gott verdammt. Gibt es noch irgendeine Fotomission nachher im Olymp? Ne? Also ja, finde ich ein bisschen doof. Deswegen muss ich das hier so schnell wie möglich erledigen, habe ich so ein Gefühl, damit ich nicht irgendwann gespoilert werde. Ja, hey, guck mal, wer da ist, Merlin. Und ich weiß genau, wo wir jetzt hingehen. Und hi. Greetings, gentlemen. What brings you all the way out here? Buch. Besides the finest tea this side of Big Ben, of course. Huh? But Merlin, I thought that you asked us to stop by. Gracious, did I? Mm-hmm. Didn't you leave a message for us with Chip and Dale? Haben wir Merlin überhaupt schon mal gesehen in diesem Spiel? Ah, yes, the book. That's right. Und die sagen mir, ich muss keine Seiten mehr sammeln. Behold. Hey, this is. Did something happen? Well, that's what you need to find out, lad. Okay. Kann ich halt alles an ein Stück machen? Take care. Yes, and good luck. Und einfach magisches Zeug hier auf der Straße. Eine Kinder zu rüber gucken. Mami, hast du das gesehen? Guck da nicht hin. Sie hat sie ihn einfach so weg von dem Bett. Okay. Sagt mir, ich kann den einen Rush machen und dass ich nicht immer wieder hin und zurück gehen muss. Und dann würde ich das doch lieber ein bisschen aufschieben. Und Acre Wood. 100 Morgenwald. Meine allerliebste Lieblingswelt. Hoffentlich wird die in diesem Spiel besser. Aber nein. Ich sehe diesen Bären und den direkt. Graf, sieht aber anders aus hier. You okay?
there, Sora. You're home. Uh-huh. Good to see you, Pooh. And you too, Piglet. Hello. You're not in trouble? But I thought something odd must be going on. Let me see. I don't remember anything oddish, but perhaps I've forgotten. Sink. Oh, we've got trouble, all right. Oh, bother. Would that be a normal trouble? Sorry. Please continue. Sora! What's up? Wow! Who's this? It's okay. He's my friend. Hi, I'm Sora. And I'm Lumpy. It's nice to meet you. Keine Ahnung, wer das ist. Suffering, sassafras. Stomp around a little louder, why don't you? Oh, Gopher, I'm sorry. I kind of like it when the ground gets bouncy. Well, I suppose if something has to bounce. Speaking of. Jetzt kommt der Tiger mit der. Mit der Erektionsstörung als Geräusch. Back for some more bouncing, Sora. Tiger! Come on, let's go! You too, Roo! Yippee! Me too! I want to bounce! Oh, yes! It is time for bouncing! Ich kann den ganzen Verein nicht leiden. Das ist auch Rabbit. Rabbit ist okay. Das wird Thaddeus und SpongeBob. Der Thaddeus vom Winnie the Pooh. Well, thank you for remembering my plight, Pooh. Better late than never. Seht ihr, warum soll ich diesen Bären mögen? Excuse me. Ja, seine Freunde haben ein Problem, mehr so, ach, hab ich vergessen. Genau. We came to help you with your garden, Rabbit. After which perhaps you'll invite us in for a smackerel or two of honey. Correct. No. I mean, we'll see about that, Pooh. Now, the garden, if you please. You can help too, Sora. What? Me too? Ja, du bist der einzige Normale hier. Hilf mir, Geface. Man braucht dann Hilfe bei den Gemüseernte. Betrachte das entsprechende Schild, um es zu beginnen. Gott. Ich muss raus. Ich renne direkt weg von denen. Wir haben immer noch schlagen als Kommando hier. Ich denke mal, Attacke ist irgendwie zu. Oh, Glücksemblem. Gibt's ja auch. Wo? Let's see. Wo denn, Sora? Wo hast du eins gesehen? Sora? Let's see. Wo hast du eins gesehen? Sora? Ach, da hinten. Von hier aus hast du das gesehen. Alles klar. Ist das, was du meintest übrigens? Ich müsste ja die ganzen Dinger hier. Oh, drei Stück nur. Gut. Das heißt, diese Welt ist nicht so lang. Und hier gibt es keine Schätze. Aber das ist auch nicht das Emblem, was du gesehen hast, oder? Oder doch? Was geht? Warum kann ich Winnie Pooh nicht leiden? Keine Ahnung. Denk nur an Honig. Egal, was er dafür tun muss. Treibt Rabbit zur Verzweiflung. Keine Ahnung. Ich verstehe nicht, wie Leute diesen Bären mögen können. Also, das ist meine Frage. Wenn das Zeug, was der in Kingdom Hearts 2 gemacht hat, das hat mich irgendwie voll aufgeregt. Naja, wir sehen ja. Guck euch einfach Kingdom Hearts 1 und 2 an, wo ich in diese Welt rein muss.
den Part, dann wird er exakt wissen, was ich meine. Wo ist denn ihr Schild, was ich ansprechen muss? Okay, Schild, wo ist denn ihr Schild, das ich ansprechen muss? Ich soll ein Schild ansprechen. Das hier. Alles klar. Hoffentlich sind die Minispiele witzig, ja. Bestimmt wieder eine Minispielwelt. Verwende mindestens 5 Gemüse derselben Farbe, um sie zu ernten und den Garten für neue Gewächse frei zu machen. Schieße das Gemüse vor dir auf den Haufen, um andere Gemüse dadurch zu ersetzen. Ich werde das schon lernen irgendwie. Das Rabbit auch noch was übrig. Nach jeder 5. erfolgreichen Ernte hoppelt Rabbit herbei und erntet alle Gemüse einer Farbe. Gemüse im Auge, um dich stattdessen auf andere Gemüse zu konzentrieren. Das Gemüse vor dir wechseln, Bonusleiste. Alter, das ist auf einmal okay. So ganz habe ich das noch nicht gescheckt, aber okay. Der setzt die dann, Robert. Ah, okay. Hab ich ein Zeitlimit? Nö. Ich will da ein. Das ist wie so ein Facebook-Spiel hier. Aber da sind nicht beide. Ah, okay. Warte, was? Okay. Ja, nicht einfach eine Leiste hier. So ganz verstehe ich das Spiel noch nicht, aber was soll's. Mal durchziehen, ne? Nehme ich an. Nie solche Art Spiele gespielt, deswegen. Da war nämlich mal ein gut. Einfach hier durch, wird schon irgendwie funktionieren. Du hast Bonus. Ich habe das nicht so gemacht. Ist nicht irgendwie Candy Crush oder so, funktioniert das nicht auch irgendwie so? Ich habe das nie gespielt, also ich nehme an, ja, ne. Geschafft. War jetzt gut oder war schlecht? Zucchini. Ich nehme an, das war gut, ne? Das war voll gut. Um Essen zu grinden, zu farmen, glaube ich, durch die Welt irgendwie zu rennen, ein bisschen einfacher. Ich sag ja nur. What a harvest. Thanks to Sora's help. Ja, irgendwie habt ihr nichts gemacht, ne? Right. Thank you, Sora. Ja, okay, Tigger hat auch ein bisschen was gemacht. Oh, no. There's no bouncing in farm work. No bouncing at all? Huh? I want to bounce. Whipper, snappers and they're bouncing. Excuse me, Rabbit.
The carrots are very nice, but might you have some honey? Ich habe Hunger. Ich möchte es nur mal jeden sagen hier. Now's not the time, Pooh. If I give you any honey here, I'll just end up with a bear stuck in my front door again. Well, looks like your problem's solved. Guess I'll be on my way. Solved? Oh, it's far from solved. We still need to harvest the fruit. Won't you stay, Sora, for the sake of honey? Oh, God. Okay. Dieser Bär. Auch dann bei der Obsternte. Betrachte den entsprechenden Schild, um zu beginnen. Mal eins. Ich meine, habe jetzt storymäßig hier wieder sortiert. Also müsste hier vielleicht das nächste Glücksemblem sein. Oder wie jetzt. Okay. Rabbit bei der Obsternte helfen. Ja klar, kein Ding. Rabbit ist cool. Schnapp dir. Ne, da ist Candy Crush, oder? Ne, da ist Bubble Bobble, ne? Warum kommen hier so viele klassische Spiele vor? Ne, da im Verschauer der Schussmenge zum Schießen loslassen, nicht bei Lampe. Obst wechseln. Na, ja, weil schon irgendwie. Weil weiß ja nicht genau das gleiche. Oh Mann, die so am Wackeln. Hör auf zu wackeln, da macht mich voll nervös. Irgendwie kommen die immer näher. Jawohl. Wunderbar. Ja, mach irgendwas. Mach ich das so richtig oder gibt es irgendwie eine bessere Möglichkeit dazu machen? So richtig checken tue ich das jetzt eigentlich nicht. Ich tue einfach immer nur eine Reihe irgendwo reinschießen und dann war es dann. Ja, ich das hier ganz machen. Da macht Rabbit hier halt Kombos, ne? Ich hab keine Ahnung wie, aber. Ja, mach mal was. Ja, mach irgendwas über Gradspunkte. Ach Mann. So, Ende, glaube ich. Ist gut, wir haben schon 700. Reg dich ab, Rabbit. Oh mein Gott. So, Zeugs bekommen. Vor allem von jedem nur eins, obwohl ich irgendwie 700 Dinger hier gesammelt habe. Gut. Was kommt jetzt? Kommt doch bestimmt immer noch was, ne? Yes, yes. Look at all this marvelous fruit. Oh, it's lovely.
Lumpy loves fruit. Fass ihn nicht an. No, Rabbit. I find that fruit always tastes better with a little honey. Ich liebe Honig, habe ich das schon gesagt? It certainly does. Then I'll keep looking for fruit up at Bouncing Height. Ich mag's hüpfen, habe ich das schon gesagt? I'll search closer to the soil. What? Could you help me with my flower patch? I've got a surprise for Pooh. Hm? A surprise for Pooh Bear? Das hat mit Honig zu tun? Oh, it's nothing, Pooh. Nur beim Blumenpflücken betrachte das entsprechende Schild, um zu werden. Alles klar. War das Blumenpflücken für Po? Kann man Blumen essen? Nein, kann man nicht. Halt die Klappe, du blöder Bär. So, ist das schon wieder genau das gleiche Spiel. Und für die Forscherschussmenge. Seid die Blumen unter den Höhlentöpfen, damit diese vergiss nicht, Red und Gopher sind hier, um dir zu helfen. Vor die Zeit abläuft. Oh Gott. Das ist eigentlich genau das gleiche Spiel. Jedes Mal nur mit irgendwie anderen Sachen. Oder? Nein, nicht da lang. Oh, die prallen an den Honigtöpfen hier weg. Ich krieg die Krise. Oh ja, friss. Ah, Dreck. Hätte unten ihn schießen sollen. Genau so. Genau so. Ist ja noch von Kingdom Hearts 1. Sebastian. Genau so. Du, mach was. Nächstes. Oh, fallen ab, genau. Egal. Vor allem die Reihe verschwindet doch so oder so immer. Also. Steh's nicht. Wenn wir einfach den hier machen, ja. Dann mache ich den hier. Ja, das war einfach. Honig. Gut. Ist das alles, was wir in dieser Welt machen müssen? Was soll's? Will sowieso nicht so lange hier bleiben. Here, Pooh, a pot full of honey. It's your reward for being such a big help. Eat all you want. Das ist nicht genug. Gib mir mehr. You planted all these flowers just for Pooh? Really? Why? Seht ihr sogar? So er denkt sich, warum? Warum machst du? Honeybees. And honeybees mean honey. Oh, and the flowers are so lovely. I like the pretty colors. Look at them all. They're both an even higher than me. Wow. Oh. Hat schon seinen Honig weggefuttert.
Sora, I believe the one I should thank for all that yummy, delicious honey is you. Don't mention it, Pooh. Besides, we all helped. Sora. Hmm? You used to be right here. Why is it that you went away? Away? Oh, that's what you meant by your home. Yes. You see, when I get a rumbly in my tumbly, it's very hard to think of anything but honey. So I was worried that I might have forgotten you away. Silly bear, I'd never. Oh, good. Because I want us to be together forever. Pooh. We are together. There isn't a second that we're not. Except I can feel it. Our connection's weaker. Why is that? What's wrong, Sora? Oh, it's nothing. What matters is I'll be here from now on. No going away. Thank you, Sora. Ich sehe schon wieder die Schrift auf dem Schild, ey. Schon wieder am Fall. Flower Garden. Die haben wir schon abgeschlossen. Okay. Wo sind denn die Glücksembleme? Was? Honigschnabel. Ein Schiffsschwert, das Angriff und Magie ausbalanciert. Formänderung, Honigschleudern, Honigwerfer. Okay, was war dann alles mit hier? Unsere Verbindung ist schwächer. Muss auch irgendwie einen Sinn haben. Wo sind denn die restlichen beiden Glücksembleme? Gute Frage, ne? Okay. Wir haben die Welt schon abgeschlossen, aber ich muss wieder da rein. Ich will wissen, wo die anderen beiden Dinger sind. Soll ich sein? All is as it should be. But how come Sora's picture disappeared in the first place? Something's happened to me that made me vanish from Pooh's heart. Merlin, I don't ever want to lose my friends. Well now. Huh? There's no need to fret, lad. Whatever's lost can be found again. There are always new paths between hearts for us to discover and traverse. But you already know that. Yeah. Okay, das war schon mit dieser Welt. Gut. ja, bevor diese Welt mir irgendwie auf die Nerven geht, habe ich doch lieber vorne Vogelscheuche auf den Feldern. Wir haben ein Foto der Vogelscheuche noch. Okay, da können wir auch direkt noch machen. Ja, besser irgendwie eine Welt, die nicht so lange dauert, mir weniger auf die Nerven geht, anstatt ja. Wo ist mein Schlüsselschwert? Warte, ich kann da nicht hochleveln. Doch hier. Er ist schon ein bisschen hochgelevelt. Okay, cool. Also gut, das war nicht annähernd so schlimm, wie ich mir gedacht hatte. Also ja, zum Glück. Weil diese Welt irgendwie zu nervig wird. Und ja, zu lang. Machen wir doch lieber hier eine kleine Welt. So, und wo sind jetzt die beiden Glücksembleme? Ja, ich sage also erstmal Vogelscheuche müssen wir hier fotografieren. Wo ist denn eine Vogelscheuche da? Boom. So.
So, jetzt könnt ihr mal sehen, was ich hier mal offscreen mache, wenn ich hier die Dinger suche. Das ist furchtbar. Hey, schon wieder. Wo denn? Da. Boah. Doch hier gesehen, ey. Ich muss schon sagen, er kann doch unmöglich das Ding da hinten gesehen haben. So, das dritte musste auch irgendwo hier sein. So, siehst du was? Da muss er irgendwo weiter entfernt sein. Ich habe doch für irgendwann finde ich eins in den Wolken, aber jetzt hatte ich noch kein Glück. Komm, Rabbit, ich mache ein Foto von dir. Du bist die einzige Person, die ich erleiden kann, also. Du verdienst ein Foto. Ja, dann bring mich jetzt zur Weißglut irgendwie. Krieg Aggression. Wie gesagt, ich habe keinen Bock, das jetzt zu erklären, also guckt euch einfach. Obwohl, das ist eigentlich ganz einfach. Es schnort irgendwie, Puh schnort irgendwie dat, den Honig vom Rabbit, obwohl dieser irgendwie ja schon sich das alles anbaut, um zu überleben und so. Und Puh ist sich einfach, nö, das gehört jetzt mir und futtert das. Und denkt an nichts anderes. Also ja, da trägt mich irgendwie voll auf. Wo ist das letzte Glücksemblem? Hier ist eins, das war das dritte. Das war das erste. Dementsprechend würde ich sagen, irgendwo hier ist das zweite. Wo? Das habe ich schon. Ich kann einfach eigentlich mit der Kamera hier durchgucken. Ist ja nicht so groß die Welt. Aber schon, wo ist ein letzter Ding? Oh mein Gott. Hier wird auf jeden Fall sehr viel geschnitten in diesem Part. Das kann Lust, die Aufnahme noch mal zu beenden und so. Da, boah. Oh, ich habe 100 Bilder. Dreck. Super, ich mache zu viele. Ich kann doch jetzt die Foto da, mein Gott. Kann ich die ganzen Glücksembleme hier entfernen? So. Habe ich ja immer noch, ne? Ja. Guck mal. So, wir haben alle. Ach so, nee, habe ich noch gar nicht fotografiert. Boom. Abwehr plus. Gut, raus hier. Auf nimmer wiedersehen. Wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch hier beim Olymp mal vorbeischauen und dieses blöde Ding fotografieren. Diese Schmiede, wenn ich schon hier so am Rumsteigen bin hier in diesem Part, machen wir halt ein paar Nebenquest-Sachen und so, ne? Gut. So, da gab es ja keine Schätze, ne? Gut. Und ja, mal komplett. 55 haben wir. Wir haben alle bisher. Geschichte. Jetzt haben wir Twilight Town abgeschlossen, was? Okay, ich dachte, wir gehen hier zurück wegen, weil wir wegen Roxas hier irgendwie Sachen machen müssen, ja. Anscheinend nicht. So, ich muss mal mein Fotoalbum hier leeren. Eine Sekunde.
Ja, nicht den Big Ben und dann auch nicht. Das kann man ruhig lassen, das kann man auch wegmachen. Von den Musen habe ich ein Bild gemacht. Ja, von Mac können wir auch lassen. Zeus Statue. Zeus. Da müssen wir hin. Ja, man sieht, ich tue auch so ein bisschen random hier irgendwie so Sachen fotografieren, ne? Also ja, mein Spaß hier mit. So. Ja, weg damit. Die beiden. Ich hätte mal ein Bild von Rapunzel machen sollen. Wir haben in Rapunzels Welt zurückgegangen und wir haben sie gar nicht mehr im Team. Also, ja, sie ist gar nicht mehr im Team. Ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Komisch ist. Was ist das denn? Ich habe von den Viechern versucht, ein Foto zu machen. So, gleich haben wir es. So, jetzt haben wir wieder Platz. Gut. Dann gehen wir mal auf zum Olymp. Kümmern wir uns um die letzte Fotomission, die wir noch nicht haben. So, von was soll ich hier ein Bild machen? Von der Schmiede? Von dem Feuer? Nein. Let's see. Herkules geht so aus dem Bild. So, das haben wir erledigt. Na, raus hier. Hier kommen keine Gegner, ne? Gut. Gut, dann machen wir den Rest des Bads. Ein bisschen mit dem Gummischiff rumfliegen. Ja, ne. Kann noch gucken, was ich hier in dem ersten, diesen ersten Pfad hier noch nicht gesehen habe, ne? Was anderes. Oder wir können kochen. Ja, ne. Kann ich auch mal gucken. Also für die Gummischiffe will ich irgendwie so separate Parts irgendwie mal machen. Keine Ahnung, die machen Bock genug. Also das ist ja ein ganz anderes Spiel hier an sich. Würde ich doch schon so ein bisschen extra Parts oder so machen, glaube ich. Da kann ich irgendwas Neues kochen. Ja, hier, 1, 2. Oh, ich habe noch einen Versuch. Oh nee, nicht dieses Spiel. Sehr gut. Alright. We did it. Karottenpotage. Ich habe immer noch einen Gourmet-Ring an, ne? Oh Gott. Ah, oh, das war nur gut. Nein. Oh, da war's. Kann ich mal noch mal versuchen. Ich denke mal, ich habe so viel Essen irgendwie offscreen gefarmt, ne? Gut, dann fliegen wir noch ein bisschen rum mit dem Gummischiff, ne? So ein paar Minuten. Sind wir gerade, wir sind Olymp, genau.
Ja, warte. Aufbrechen. Hier kann ich normal fliegen. Von hier aus aufbrechen. Gut, wir haben ein neues Gummischiff, genau. Lassen sich bestimmt noch einige Gegner oder so erledigen, oder? Ist ja so Missionen oder so was noch machen, ne? Fliegen aber nur so 10 Minuten, würde ich sagen. So, da, was ist das zum Beispiel? Zonenkarte. Nee. Gummimission. Neue Gummimission freigeschaltet. 5 verschiedene Spezialwaffen. Nee, das ist nicht das, was ich will. Schätze. Irgendwo konnte man noch sehen. Okay, anscheinend nicht. Konnte man nicht irgendwo sehen hier, und alles machen konnte hier. So matchmäßig, sag ich mal. So, da, da ist was. Wie schießt man nochmal? Geh kaputt, bitte. Danke. So, was ist das? Lass mal da reingehen. Wir kriegen bestimmt jetzt voll auf die Fresse. Und ich jetzt so langsam, um einzufliegen. Dann eben so. Oh Gott. Okay, so viel dazu. Da können wir nicht rein. Gut, ich habe da so ein Kristallblatt gesehen. Was ist das denn? Was war das? Ja, Konstellation kann man auch fotografieren, ne? Ich habe jetzt gar nicht mehr gewusst, was das war, aber das sind irgendwie so Sternbilder. Die kann man so fotografieren. Und ja, da muss ich mal drauf achten. Ich weiß nur nicht, wie die aussehen natürlich. Jetzt sind das Sterne, ne? Hat da gerade geschossen. Und noch mal gucken. Da unten sieht irgendwie verdächtig aus. Das ist irgendwie so grün. So, hier geht es gar nicht weiter. Ja, doch. Ja, nur mein Antrieb wieder abgestellt. Da haben wir gegen das Ding schon gekämpft. Hier 2 Sterne, ja, ne? Also gar nicht, tauchen die Gegner immer wieder neu auf, oder das ist ja der Boss, gegen den wir gekämpft haben, ne? Ja, machen wir noch mal den Astro-Krieger zerstören. Nicht stärker als beim letzten Mal. Raketen fliegt. Oh, auf jeden Fall definitiv schneller fertig. Start, Raketen, sehr gut. So, ich sehe jetzt nicht, ob ich das schon gemacht hatte oder nicht, aber gut. So, ich soll mal auf der Karte gucken. Vielleicht sind da irgendwie Sachen angezeigt. Das blaue Zeichen auf der Karte zum Beispiel. Was ist das? Zeigt das irgendwie, ja, hier ist ein Kristall oder so.
Ja. Jetzt kann ich sie sogar kaputt machen. Versuch mal die Dinger noch mal. Ne? Irgendwo hier unten. Da. Boom. Da habe ich schon. Bauplanfragmente. Nicht viele. Da war auch nur ein Aerogummi drin, also. Das glaube ich. Sind diese gelben Dinger? Was ist das? Ja, ihr wart das nicht, oder? War jetzt auch richtig nervig. Oh, egal, gerade Sachen, ne? Ah, hier ist irgendwo so ein da. Boom. Bauplanfragment. Da ist noch so ein Kristall. Mach mal das Ding mal fertig. Meine Raketen. Macht so Bock hier mit dem Gummischip. Ich dachte, es wäre unmöglich, irgendwie King Nummer 2 zu toppen mit dem Gummischip, aber das ist eine ganze Ecke besser, wenn du mich fragst. Da oben rechts steht, oben links steht sogar, wie viele Gegner da kommen. 100 von 100. So, da ich nur Erfahrungspool krieg, nehme ich mal an, das habe ich schon mal gemacht irgendwann. Oder? Das hier unten irgendwo ist, oder? Obwohl. Nö, sieht nicht so aus. Dann mal nach oben. Dann machen wir so ungefähr gleich Schluss, ne? Ich sagen. Hat auf, gut. Irgendwo hier, komm. Da. So muss man das machen, ne? Aber knapp. Okay. Guck mal, da ist noch Flori. Cool. Oh Gott, das ist ein, den habe ich mal nicht kaputt gekriegt. Da weiß ich, glaube ich, noch. Ja. Warte, da ist was. Zeigt mir die Karte jedenfalls. Ja.
zwei Sachen. Wow, ich kann alles kaputt machen jetzt. Sagt er dazu, hä? Hab dann nicht gedacht, oder? Ein anderes Ding muss irgendwo hier oben sein. Kann man nicht auch irgendwie eine Rolle machen? Steuerung. Ausweichrolle. Ah. Das ist das, was ich gesucht habe. Gut. So. Das ist viel gemütlicher so. So, dann haben wir jetzt noch diesen Ding ja kaputt. Dann war es halt. Halt. Das sieht verdächtig aus. Das ist bestimmt so eine Konstellation, ne? Boah, wetten, guck sich das doch mal einer an. Blick dahin. Sieht auch sehr verdächtig aus. Nach einer Konstellation. Ja, das ist aber weit weg. Mal schauen. Ist unbedingt bessere Dings hier haben. Auspuffe. Okay. Oh Gott. Wie lange muss ich noch dran gehen? Das ist doch ganz sicher hier so eine Konstellation. Das sieht doch aus wie eine. Da ist noch ein Kristall. Machen wir auch noch. Riesen dann immer noch nicht. Erst bin ich zu nah, erst bin ich zu weit, dann bin ich zu nah. Warum nicht? Ich von der anderen Seite kommen oder was? Oh, wat? Ja, verarscht mich doch jetzt hier. Na gut. So, wie er. So, endlich. Oh, und das Konstellation Mogri fotografiert. Gut, muss ich ganz auf ständig haben, diese Titel zu halten. Vorstellung alles. Na, so viel haben wir jetzt eigentlich nicht hier eingesammelt, finde ich, aber gut, ne? Hiervon haben wir ein paar. Alles klar, dann sage ich, das war's mal für diese Folge und wir gehen zurück zur Weltkarte. Ich beende Partie, werde ein bisschen schneiden, damit ich ja nicht die ganze Suche hier und all sowas sieht. Aber ja. Okay, brauche ich nicht. Gut, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder und wir gehen dann zur Welt Arendelle, worauf ich mich schon mal richtig freue. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüssikowski.